Wir haben es hier mit einem Sprinter Typ 906 zu tun. Das Fahrzeug verfügt über den Code HH07. Der Fahrzeugcode ist für die Ausbesserung des Sicherheitsgurts wichtig, denn bei jedem Code sind andere Vorgehensweisen zu beachten. Detailliert Ist die B-Säulenverkleidung ausgebaut, können Sie mit dem Ankleben der Schaumstoffklötze beginnen. Die Klötze verhindern, dass der Sicherheitsgurt an der B-Säule oder an der Verkleidung schleift. Die Schaumstoffklötze für die B-Säulenverkleidung der Fahrerseite sind unter der eingeblendeten Nummer erhältlich. Da unser Fahrzeug über den Code HH07 verfügt, müssen die Schaumstoffklötze auf 20 mm gekürzt werden. Eine der zurechtgeschnittenen Schaumstoffklötze muss halbiert werden, sodass letztendlich 4 Einzelteile übrig bleiben. Je nach Fahrzeugtyp werden die Klötze an unterschiedlichen Stellen der B-Säulenverkleidung fixiert. Genaue Informationen zur Platzierung der Klötze erhalten Sie im WIS-Dokument Gurthöhenversteller schwergängig. Über welchen Code Ihr Fahrzeug verfügt, finden Sie übrigens in der Datenkarte über das EPC oder WIS. An den von uns gezeigten Stellen müssen die Schaumstoffklötze bei Fahrzeugen mit Code HH07 befestigt werden. Bei Fahrzeugen mit Code HH08 gilt das übrigens nicht nur für die Fahrerseite, sondern auch für die Beifahrerseite. Wichtig, bei Fahrzeugen mit Code HH07 und bei allen anderen Sprintern Typ 906 außer Code HH08 gibt es für die Beifahrerseite nur ein Schaumstoffformstück, das direkt an die B-Säule fixiert werden muss. Das Formstück besitzt eine eigene Bestellnummer. Sind alle Schaumstoffformstücke am richtigen Platz, können Sie die B-Säulenverkleidungen wieder einsetzen. Wir zeigen das hier nur an der Fahrerseite. Stecken Sie zunächst den Gurt durch die Blende der Gurthöhenverstellung und klipsen Sie dann die Verkleidung ein. Befestigen Sie dann den Kleid.
Der Gurt funktioniert wieder einwandfrei. Thank you.